Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe wieder einen Escape Room gebaut. Nachdem die letzten beiden Escape Rooms bei euch richtig gut ankamen, habe ich wieder einen neuen gebaut. Ich blende euch gleich den Code ein, Leute. Wenn euch die letzten beiden Escape Room Maps gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Würde mega supporten, sind gerade unterwegs zum Audi A5. Ist ja kostenlos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch meinen Creator Code Jan in Unity eintragen. Auf Correctness. Ja. Ich blende euch den Code gleich ein. Wie gesagt, wenn ihr die letzten beiden Escape Room Maps noch nicht gespielt habt, könnt ihr die jetzt auch gerne spielen. Ich habe jetzt einen neuen Escape Room gebaut. Der hat 5 Level oder 6, ich glaube 5 Level. Die sind aber dafür sehr schwer. Ja, ich würde sagen, ich starte jetzt erstmal. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in die Kommentare schreibt, was ich verbessern könnte. Und was ihr an der Map gut fandet oder was man ändern könnte und so weiter. Ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. Ich blende euch jetzt einmal ganz kurz den Code oben ein, damit ihr jetzt einmal kurz Stopp machen könnt und den eingeben könnt. Ich werde euch in dem Video die ganzen Lösungen zu den verschiedenen Levels hier zeigen. Wenn ihr die nicht sehen wollt, spielt erstmal selber, würde ich euch auch empfehlen. Also öffnet das Video. Ihr seht jetzt, ich bin jetzt beim ersten Level. Öffnet das Video, spielt das erste Level. Und wenn ihr nicht weiterkommt, macht ihr das Video auf Play, sodass ihr sehen könnt, wo der Lösungsweg ist. Dann seid ihr im zweiten Level und dann macht ihr wieder auf Stopp und so weiter und so weiter. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ihr über ein, zwei Levels die Lösungswege braucht. Also, das hier ist das erste Level. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass hier hinten was ist, aber da ist auch nichts. Oder hier drinnen irgendwo. Aber es ist eigentlich ganz einfach, das sieht man auch. Man kann einfach ganz einfach easy hier durchs Fenster springen. Dann geht man hier runter. Und dann ist man hier. So, jetzt kommen wir aber nicht mehr wieder hoch. Also, es muss hier weitergehen. Und dann sieht man auch schon, ihr müsst einfach hier auf diesen, beziehungsweise sieht man eigentlich nicht, aber ihr müsst auf jeden Fall hier auf diesen Grasdingsbums springen und dann werdet ihr hoch teleportiert. Und jetzt steht da, Teleporter already activated. Also, ob ihr den Teleporter schon aktiviert habt, weil sonst könnt ihr hier gar nicht rein. Und wie aktiviert man den Teleporter? Da müsst ihr nämlich in den Raum, wo ihr gerade waren, wieder zurück. Aber das geht ja nicht, weil da die Wand ist. Jetzt activate something. Wenn ihr jetzt wieder zurückgeht, könnt ihr einfach gegen die Wand laufen. Die geht kaputt. Und jetzt müsst ihr nämlich in dem ersten Raum irgendwas finden, womit ihr den Teleporter aktivieren könnt. Und das ist hier bei der Lampe. Das hättet ihr theoretisch, hättet ihr das auch zuerst aktivieren können, aber ich denke mal, das werden die meisten nicht direkt gefunden haben. Ja. Und jetzt können wir hier einfach hochspringen. Und dann können wir rein. Haben wir aktiviert. Und jetzt sind wir hier im nächsten Level. Das ist auch ganz geil. Man könnte vielleicht denken, dass man hier reinspringen muss und dann ist hier hinter was. Aber das ist auch falsch. Hier ist nichts, Leute. Ja, wenn ich jetzt auch mal rauskommen würde. Korrekt. Oder dass man vielleicht hier rein muss oder so. Aber ich kann euch sagen, ihr müsst in kein Haus rein. So viel kann ich schon mal sagen. Denn auch hier im Wasser ist nichts. Ihr könnt natürlich, man kann immer hier so gucken im Wasser, aber da werdet ihr nichts finden. Hier ist auch nichts. Da wird aber gleich was passieren. Denn wenn man einfach genau hinguckt, sieht man, dass da Reifen drin sind. Und ihr könnt halt mal da rausspringen, wenn man nicht choken würde, so wie ich. So, dann kann man hier oben landen und jetzt könnt ihr einfach hier ins Wasser und jetzt seht ihr schon, you have to go to the highest point of the roof, also zum höchsten Punkt vom Dach. Und jetzt könnte man hier einfach wieder hoch, aber Leute, ich gebe euch einen Tipp, guckt erstmal hier die Kisten an, also die Fässer, activate secret box. So, und jetzt haben wir eine geheime Box aktiviert und wir müssen auf den höchsten Punkt vom Gebäude und der ist natürlich da oben drauf. So. Jetzt ist hier hinten was gespawnt, weil wir auf den Knopf gedrückt haben. Nämlich diese Versteckungspackungen? Verpackungen, genau. Jetzt müssen wir einfach wieder darauf springen und dann können wir die Boxen dorthin werfen und dann halt hochgehen. So, wenn ihr aber wieder auf diese Fläche geht, dann gehen die Boxen wieder weg. Also das resettet einmal euer Inventar. Also versucht da nicht raufzukommen. Die Boxen respawnen aber auch alle 30 Sekunden ungefähr. So, jetzt ganz wichtig. Ihr werft es ungefähr auf die weiße Fläche. Dann werft ihr einen unter euch. Und dann springt ihr auf den Kasten rauf.
Aber ihr setzt euch nicht hin, sondern bleibt so, dass ihr euch noch so bewegen könnt. Und dann drückt ihr einfach, auf der PlayStation ist es Viereck, ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist oder auf der Xbox, halt auf nicht mehr verstecken. Und dann werdet ihr, springt ihr halt automatisch hoch. So, jetzt sind wir im nächsten. Und da sieht man direkt schon, hier ist halt so ein Weg, da müssen wir hin. Und wir können hier nicht durch. Activate all 8 Generators. Also wir müssen 8 Generatoren aktivieren. Und ich zeige euch einmal ganz kurz, wie die aussehen. Das sind so welche zum Beispiel. Ihr könnt einfach hochspringen. Das ist zum Beispiel der erste Generator. Wie gesagt, macht wieder auf Pause. Ich zeige euch jetzt einmal alle 8 Generatoren und wie ihr dann da durchkommt. Und dann haben wir hier den nächsten. Ich mache die jetzt nicht in der Reihenfolge, also 1, 2, 3, 4, sondern mache jetzt einfach einmal alle 8. Dann haben wir hier den dritten. So. Dann gehen wir einmal zu Nummer 4. Der ist nämlich hier. Nummer 4. Jetzt haben wir 4 Generatoren aktiviert. Jetzt müsst ihr aber wieder hier hoch. Und jetzt könnt ihr hier rüber gehen. Geht hier hin. Und jetzt einfach da reinspringen. So, der Sprung ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt 3 Versuche gebraucht. Dann haben wir hier den nächsten Generator. So, dann geht ihr einmal hinter dieses rote Haus. Das ist hinten in der Ecke. Dann haben wir hier den nächsten. Und jetzt haben wir, ich glaube, wir haben jetzt 6 Generatoren aktiviert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben 6 Stück aktiviert. Und da oben seht ihr auch schon einen Generator. Ihr kommt da aber nicht hoch. Ihr müsst nämlich hier in dieses gelbe Haus reingehen. Und dann müsst ihr zu dem Fernseher gehen und dann wieder spawn something. Und jetzt ist was gespawnt. Aber ihr wisst nicht, wo es gespawnt ist. Aber man sieht es eigentlich auch einfach. Da oben sieht man das schon. Weil es halt so easy rausguckt. Hier oben ist jetzt ein, wie nennt man das, Bounce Pad, Sprungfläche, Sprungfeld gespawnt. Und jetzt könnt ihr einfach da hoch. Platziert das hier unten, geht da hoch, spammt Viereck und jetzt müsst ihr hier in dieses Fenster noch rein, denn dort ist dann der letzte Generator, den ihr noch aktivieren müsst, wenn ich da jetzt mal reinkommen würde. So, hier ist jetzt der letzte, jetzt haben wir 8 Generatoren aktiviert und jetzt können wir einfach durchgehen. Wie gesagt, Leute, es ist ein sehr schwerer Escape Room. Das ist jetzt, also hier muss man eigentlich halt nur die Generatoren finden. Aber es sind halt ein, zwei Level dabei, die wirklich schwer sind. So, jetzt sind wir im nächsten. Jetzt kann man hier rausgehen, man kann einmal rumlaufen und so, aber hier hinter befindet sich nichts, kann ich euch jetzt schon sagen. Man könnte theoretisch denken, dass man hier hoch kann. Also man kann hier auch hoch. Man springt hier einfach rauf, dann ist man hier, aber hier befindet sich nichts. Wieder runter. Denn das ist eigentlich ganz einfach, man sieht da ja schon den Knopf. Also der guckt da ja sehr auffällig raus, sage ich mal. Das heißt, man muss irgendwie da hinkommen. So, also ich zeige euch einmal, wie es geht. Die Tür ist übrigens verschlossen. Hier sieht man eigentlich auch den Reifen. Und den sieht man auch, wenn man von hier guckt. Also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Dann springt ihr hier hoch. Ihr könnt auch von dem Reifen hier rauf springen. Und dann halt von hier dann darauf gehen. So, jetzt springen wir hier auf diese Fläche und jetzt steht hier What happens now? Aber man hörte schon, die Tür ist jetzt geöffnet. Ihr könnt jetzt einfach durch die Tür gehen. Ganz einfach. So. Und jetzt weiß man halt nicht, wo man hin muss. Aber wenn man genau guckt, sieht man da sieht man den Riss da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie zu der Palme hin und man muss dann halt einen Weg hochfinden. Man sieht dann hier zum Beispiel auch Reifen, die da rausploppen. Das heißt, man muss irgendwie hier hochkommen. Und das ist auch eigentlich einfach, weil hier die Reifen so ein bisschen in der Luft stehen. Die habe ich ein bisschen höher platziert, als sie eigentlich sind. Damit man einfach hier hochspringen kann. Dann hier rauf, wenn man nicht so ein Trottel ist wie ich. Ihr geht hier hoch, balanciert rüber und ein bisschen später als bei der Hälfte springt ihr ab. Landet hier drauf, das ist eigentlich relativ machbar. Dann springt ihr hier hoch. Dann geht ihr hier rüber. Da rein müsst ihr, wie gesagt, nicht, das ist einfach nur Bluff, sondern einfach hier auf den Reifen springen und jetzt einfach in den Riss rein. Zack, und wir sind im letzten Level. So, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, sag ich mal. Ich fange mal hier vorne an. Hier ist ein Reifen, der lässt euch hochkatapultieren. Ihr könnt dann hier reinspringen, aber hier ist nichts drinne.
Ihr könnt auch hier ganz hoch gehen, aber hier oben werdet ihr auch nichts finden. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr hier rüber lauft, merkt ihr, da ist irgend so ein Schleuderding, aber das bringt euch erstmal noch nichts. Ihr könnt hier hinten beim roten Haus drinne, es befindet sich nichts. Kann man hier eigentlich durch? Nee, perfekt. Ja moin, hier ist ein bisschen buggy. Aber da geht es sowieso nicht lang. Egal. Ihr könnt hier hoch. So, und dann könnt ihr hier auch theoretisch euch hochkatapultieren. Aber hier steht auch nur Creator Code Unit Unit, den ihr auf Kursbasis eintragen könnt. Ihr könnt, hier drin befindet sich auch nichts. Da könnt ihr zwar rein, aber da befindet sich nichts. Ihr könnt hier aufs Dach und hier befindet sich dann Activate Something und dann explodiert dort eine Wand. Und jetzt könnt ihr mit dem Bouncer, den wir gerade hatten, wenn ich ihn finden würde, einfach da rein. Okay, wo ist jetzt der? Das ist halt so eine Seerose, vielleicht kennt es einige von euch. Ach ja, Bruder. Okay, da ist es also. Das ist ungefähr hier, schätze ich mal. Ja, aber das ist auch ein Troll. Creator Code Janine Unit. So, denn wo ihr hin müsst, ist zu dieser Wand einfach. Ihr müsst einfach zu dieser Wand gehen. Ihr könntet theoretisch hier einfach langlaufen und wild probieren, wo ihr reingehen könnt. Man kann sich einfach hier drinnen verstecken. Bestes Versteck, Digga. Aber wie gesagt, ihr müsst einfach hier ausprobieren. Ihr könnt theoretisch auch hier irgendwo rein, aber ich sag euch jetzt schon mal, ihr müsst hier bei diesen Büschen müsst ihr hin, aber da könnt ihr nur durch. Ihr duckt euch und geht weiter nach vorne und zack, ihr seid drinne. Und das war's dann auch mit dem Escape Room. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lasst und Verbesserungen reinschreibt und richtig supporten würde auch noch Creator Code. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ja, dann ciao. Macht keine Faxen, Leute. Macht ruhig.